Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir alle kennen diese eine Person, die um 5 Uhr morgens Bilder aus dem Fitnessstudio in ihre Instagram-Story stellt mit dem Hashtag StartYourDayRight. Und jetzt mal aufs Krafttraining bezogen. Ist das so? Ist Training früh morgens besser oder mittags, nachmittags oder abends? Was uns zwangsläufig zu der Frage bringt, gibt es einen optimalen Tageszeitpunkt für Krafttraining? Und dieser Frage gehen wir im heutigen Video nach. Es wird sehr, sehr wissenschaftlich. Viel Spaß dabei. Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Optimal, mein absolutes Lieblingswort. Worauf ist das jetzt bezogen? Bezieht es sich auf den Zeitpunkt des Tages, an dem wir selbst am motiviertesten fürs Training sind oder wann das Training den größten muskelaufbauenden Effekt hat? Wenn es letzteren geben sollte, dann liegen die beiden ja nicht unbedingt zeitgleich. Und wann dieser optimale Tageszeitpunkt für muskelaufbauendes Krafttraining ist, ist ein absolutes Luxusproblem. Viele Leute kämpfen eher damit, Training überhaupt in ihren Alltag zu integrieren. Andere haben beispielsweise keine flexiblen Arbeitszeiten oder Schichtarbeit. Fakt ist aber, dass diese Frage auf einem Naturphänomen beruht, nämlich, dass das Leben auf unserem Planeten geprägt ist von Rhythmen. In allen Organismen, vom Bakterium bis zum Menschen, kann man biologische Rhythmen beobachten. Darunter versteht man regelmäßig wiederkehrende Veränderungen in der biologischen Aktivität oder dem Verhalten von Organismen, die intern gesteuert und durch externe Zeitsignale synchronisiert werden können. Bei Säugetieren gibt es ein endogenes, also ein inneres Zeitmesssystem, das als zirkadiane Uhr bezeichnet wird. Wenn man das übersetzt, heißt es so viel wie etwa ein Tag. Der Begriff geht zurück auf den Chronobiologen Franz Hallberg. Und dieses zirkadiane System kontrolliert beispielsweise unsere Körpertemperatur, unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, unsere Hormonausschüttungen und vieles, vieles mehr. Spricht man von zirkadianen Rhythmen, dann spricht man von biologischen Rhythmen mit einer Periodendauer von ungefähr 24 Stunden. Warum brauchen wir das überhaupt? Nun, auf uns wirken täglich zeitlich abhängige Umwelteinflüsse wie Licht, das Vorhandensein von Nahrung, Temperatur, Fressfeinde und die zirkadianen Rhythmen stellen unseren Körper auf diese ein. Kleines Beispiel, in unserer Leber kodieren sehr viele Gene Proteine für die Verarbeitung von Nahrung und für den Energiestoffwechsel. Und sie tun das in einem rhythmischen Muster. Dieses Muster richtet sich nach der Nahrungsaufnahme bzw. ahnt die Aufnahme von Nahrung voraus. Fürs Verständnis, genetischer Code. Das bedeutet, dass die genetische Information in den Genen den Bauplan liefert für die Herstellung von Proteinen. Das Gen wird abgelesen und umgeschrieben, anschließend wird die Information übersetzt und dann wird aus den einzelnen Aminosäuren das Protein zusammengebaut. Das Ganze nennt sich Proteinbiosynthese. In dem Kontext kann man auch gleich das Wort Genexpression erklären, das kommt später nochmal, bedeutet nichts anderes als die Bildung eines vom Gens kodierten Genprodukts. Beispielsweise ein Protein. In unserem Körper befindet sich der zentrale zirkadiane Schrittmacher im Nucleus suprachiasmaticus, kurz SCN, des Hypothalamus, also im Zwischenhirn. Der SCN ist unabhängig von äußeren Einflüssen aus der Umwelt unsere zentrale Uhr. Irgendwann hat man herausgefunden, dass peripheres Gewebe, also anderes Gewebe oder Organe in unserem Körper, wie beispielsweise unsere Nieren oder Skelettmuskeln, eigene zirkadiane Rhythmen haben. Zentrale und periphere zirkadiane Rhythmen. Die Basis dafür bildet der Mechanismus der molekularen Uhr. Das bedeutet die molekulare Signalgebung, die im Zellkern unserer Zellen stattfindet. Dort gibt es Gene und Proteine, die zusammenarbeiten, um wie eine Uhr zu funktionieren. Sie schalten sich gegenseitig an und aus in einem regelmäßigen Zyklus, der ungefähr 24 Stunden dauert. Diese molekulare Uhr ist notwendig für die Anpassung der Zellaktivität an die täglichen Änderungen der Umwelt, beispielsweise auch in einer Muskelfaser. Und evolutionsbiologisch sehr wichtig, unser Körper besitzt die Fähigkeit, diese molekulare Uhr und damit alle in den Zellen ablaufenden Prozesse, wie die Proteinbiosynthese oder die Glykolyse, mit den Uhren anderer Gewebe und dem externen Tag-Nacht-Zyklus zu synchronisieren. Die Zeitgebung der molekularen Uhr kann durch Reize aus der Umgebung beeinflusst werden. Dabei kann ihr Rhythmus, also der Rhythmus der molekularen Uhr, verstellt werden oder zurückgestellt. Und die externen Stimuli, die Informationen über die Tageszeit an unseren Körper vermitteln, nennt man Zeitgeber. Der wichtigste
ist Licht. Natürlich oder künstlich, Sonne oder Handy. Spezielle Lichtrezeptoren in unseren Augen senden diese Lichtinformationen direkt an die zentrale innere Uhr im SCN weiter, der passenderweise direkt über der Kreuzungsstelle unserer beiden Sehnerven sitzt. Und die zentrale innere Uhr synchronisiert dann die peripheren Uhren in den verschiedenen Geweben und Organen des Körpers. Dyssynchronie, also eine Abweichung der beiden Uhren voneinander, ist unter anderem die Grundlage für Jetlag. Das zirkadiane System funktioniert auch ohne jegliche Beeinflussung durch äußere Faktoren, da es, wie wir ja gesehen haben, genetisch determiniert ist. Interessanterweise ist es unter konstanten Bedingungen so, dass die Periodenlänge nicht genau 24 Stunden lang ist. Bei Mäusen läuft die innere Uhr etwas schneller, da hat man herausgefunden, dass es etwa 23,7 Stunden sind, bei Menschen so 24,5 bis 25 Stunden. Wir kommen nach der ganzen Theorie mal etwas mehr zurück Richtung Training, zumindest etwas in die Richtung. Wir haben ja gesehen, dass der primäre Zeitgeber für unsere zentrale innere Uhr das Licht ist. Unabhängig davon können andere Zeitgeber unsere periphere zirkadiane Uhr beeinflussen und dazu zählen scheinbar, wie Untersuchungen zeigen, die Zeitpunkte unserer Nahrungsaufnahme und des Trainings. Ersteres hat man beispielsweise anhand von Mäusen gezeigt. Mäuse sind nachtaktive Tiere, das heißt, sie essen einen Großteil ihrer Nahrung nachts. Man zwang die Mäuse jetzt dazu, nur noch tagsüber ihre Nahrung aufzunehmen, indem man ihnen nur noch tagsüber Essen gegeben hat. Was man feststellte, war eine Veränderung des zirkadianen Rhythmus in den peripheren Zellen. Der zentrale zirkadiane Rhythmus im SCN blieb aber unverändert. Für das Training als Zeitgeber schauen wir uns mal eine Humanstudie an. Hier haben Probanden in einer Trainingseinheit unilaterales, also einbeiniges Beinstrecken durchgeführt. 10 Sätze mit je 8 Wiederholungen und 80% des One Rep Max. Das bedeutet 80% von dem Gewicht, das man bei der Übung einmal bewegen kann und 3 Minuten Satzpause. Das andere Bein wurde nicht trainiert. Anhand von entnommenen Gewebeproben im Quadrizeps, im trainierten Bein und im untrainierten Bein, 6 Stunden nach dem Training und 18 Stunden nach dem Training, stellte man fest, dass die Genexpression im trainierten Bein verändert war. Daraus kann man schließen, dass Training die zirkadianen Rhythmen bzw. die molekulare Uhr in Skelettmuskeln, also in peripherem Gewebe, direkt beeinflussen kann. Wenn das Training nicht ausschlaggebend gewesen wäre, sondern alleinig die zentrale Uhr im SCN, dann hätte man die veränderte Genexpression auch im untrainierten Bein feststellen müssen. Scheinbar reagiert die molekulare Uhr in Skelettmuskeln aber recht schnell auf Training. Zusammenfassend, Nahrungsaufnahme und Muskeltraining scheinen starke Zeitgeber für die peripheren Gewebe zu sein. Und die zirkadianen Rhythmen in den peripheren Gewebe können durch diese lichtunabhängigen Einflüsse auch von der zentralen Uhr im SCN entkoppelt sein. Weiterhin, in der Skelettmuskulatur kann durch Änderung des Trainingszeitpunkts bzw. der Nahrungsaufnahme die zirkadiane Uhr auch zurückgesetzt werden. Dadurch scheint Muskeltraining sowohl den Skelettmuskeln selbst als auch anderen peripheren Geweben Zeitinformationen zu geben. Was auf jeden Fall fraglich bleibt, ist, ob und inwieweit die Erkenntnisse aus den Studien an Mäusen auf den Menschen übertragbar sind. Die Experimente an den Tieren legen aber nahe, dass es einen oder mehrere Trainingszeitpunkte geben könnte, die hinsichtlich einer Synchronisierung zwischen der zentralen und der peripheren zirkadianen Uhr bzw. für die Stärkung des zirkadianen Rhythmus allgemein als ideal angesehen werden können. Die Frage aus dem Intro des Videos ist daher eigentlich nicht, ob es einen optimalen Zeitpunkt für Training am Tag gibt, an dem es besonders effektiv für Muskelaufbau ist, sondern welche Zeitpunkte für Nahrung und Ernährung für jeden von uns individuell optimal sind, um unsere inneren Uhren zu synchronisieren und unsere zirkadianen Rhythmen zu stärken bzw. zu stabilisieren. Wir ziehen mal ein erstes Fazit. Bis die Wissenschaft vielleicht mal ein optimales Timing für Training gefunden hat, ist es wohl ratsam,
einen zumindest regelmäßigen Trainingszeitpunkt zu haben. Ebenso sinnvoll scheint es zu sein, auf unsere inneren Chronotypen zu hören. Also seid ihr eher nachtaktiv oder seid ihr eher Frühaufsteher? Entsprechend geht ihr eher später oder eher früher ins Training. Ansonsten gilt logischerweise, dass die beste Trainingszeit die ist, an der man überhaupt ins Training gehen kann. Also wenn ich bis 17 Uhr arbeite, kann ich vorher nicht ins Training gehen. Und da die meisten von uns wohl einen 9-to-5-Job haben, ist das wohl das treffendste Beispiel. Die Wissenschaft hat für uns Trainierende aber noch was auf Lager. Es gab nämlich schon einige Untersuchungen, ob das Training besser morgens oder vormittags stattfinden sollte oder eher Richtung Abend. Fakt ist nämlich, dass bei Menschen die isometrische Skelettmuskelkraft über den Tag hinweg variiert, mit den höchsten Kraftwerten zwischen 16 und 20 Uhr. Das hat man beispielsweise an der Muskulatur nachgewiesen, die für die Griffkraft eine entscheidende Rolle spielt, aber auch an anderen Muskelgruppen des Körpers. Allerdings kennt die Wissenschaft bis heute nicht den genauen Grund dafür bzw. den Mechanismus dahinter. Zu den vermuteten Ursachen zählen neuronale Aktivität, bedeutet grob ausgedrückt nichts anderes, als dass unser Körper morgens anscheinend noch nicht ready ist, schwere Gewichte zu bewegen, kann man sehr gut selbst mal feststellen, wenn ihr morgens aufwacht und versucht, eure Hand zu einem Ballen zu machen und so richtig zuzudrücken, dann fühlt sich das morgens direkt nach dem Aufstehen extrem schwach an. Jetzt gerade, es ist ungefähr 18.30 Uhr, fühlt es sich extrem stark an. Weiterhin die Körperkerntemperatur, die sich im Laufe des Tages verändert und das, was wir eben besprochen haben, nämlich die zirkadiane Uhr, der Skelettmuskeln selbst. Es gab auch eine Studie, die gezeigt hat, dass man sich an unterschiedliche Trainingszeiten adaptieren kann. Zum Beispiel von abendlichem Training auf morgendliches Training und natürlich andersrum. Nach der Anpassung gab es quasi dieselben Fortschritte, Kraftentwicklungen und so weiter im Training wie vorher. Außerdem hat man herausgefunden, dass die Anpassung von morgens trainieren auf abends trainieren scheinbar einfacher ist, als von abendlichem Training auf morgendliches Training zu wechseln. Und damit kommen wir zum zweiten Fazit. Die Forschung zeigt, dass sich die Trainingszeit bei weitem nicht so sehr auf Muskelaufbau und Trainingsperformance auswirkt, wie die Beständigkeit. Wer dran bleibt, gewinnt also. Demnach ist der Zeitpunkt der beste zu trainieren, an dem man lange festhalten kann. Weiterhin spielt natürlich auch das persönliche Empfinden eine ausschlaggebende Rolle. Wenn man nie Lust hat, morgens zu trainieren, dann wird man das auch nicht auf lange Zeit durchziehen. Wohingegen, wenn man abends super motiviert ist, ins Training zu gehen, dann ist das klar der bessere Zeitpunkt dafür. Das war's. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wann euer üblicher Trainingszeitpunkt ist oder ob ihr vielleicht schon mal einen Wechsel durchgemacht habt von abends auf morgens, um überfüllten Fitnessstudios zu entfliehen. Ich bin aktuell dem Alltag ebenfalls entflogen. Wenn das Video hier kommt, bin ich in Spanien am Urlauben. In dem Sinne, macht's gut, schöne Woche. Ciao.